Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Teil 2 der tschechischen Rubbeleskalation. Wir haben hier weitere ganz, ganz tolle Rubbellose vor uns liegen. Mega Rentier, Super Rentier und Rentierlos. Hier kann man die dicken tschechischen Renten gewinnen. Super Cash los. Ach, hier wieder was mit einer Perle drin. Kleinere Lose dabei, also alles, was das Rubblerherz begehrt. Und wir schnacken nicht lang, wie man in Hamburg sagen würde. Wir fangen direkt an und legen mit diesem besonderen Los hier los. Slutty Rock 2018. Irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht jetzt nicht sonderlich spektakulär aus, aber irgendwie gefällt es mir. So, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Damit machen wir unseren Auftakt. Wir brauchen dreimal den gleichen Betrag oder einmal dieses Knallsymbol, dann läuft es hier richtig. Oh, nicht dreimal den gleichen Betrag, sondern dreimal das gleiche Symbol, dem Anschein nach. Schauen wir erstmal nach, ob wir hier dreimal das gleiche Symbol haben. Das ist nicht der Fall. Unser Gewinn wären 50 Kronen gewesen. Wir haben hier zweimal die Perla. Zweimal das Geschenk, nur einmal das Herz, einmal die Lippen, den Kussmund. Ja, okidoki, dann war der Auftakt wohl ein wenig unerfolgreich. Und jetzt, weil wir so heiß drauf sind, Rubbelfreunde, rubbeln wir uns hier zur tschechischen Rente. Wir fangen mit dem kleinsten an für 50 Kronen, rubbeln hier unsere Glückszahlen frei, das ist die 10, die 40 und die 49. Und wenn wir dreimal das Symbol Renti haben, das ist hier so ein R, dann haben wir 50.000 Kronen monatlich für die nächsten 5 Jahre gewonnen. Rubbelfreunde, wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. 10, 40, 49. Vielleicht läuft es ja heute ein wenig besser als gestern. Das wäre wirklich eine ganz tolle Sache. 11, 23, 15, 29, 25, negativ. 34 und hier haben wir das erste R. Haben wir auch nicht. Die letzte Reihe. 39, 4, 13, 21 und die 8. Legen wir es los nochmal ein bisschen frei. Hier war keine Zahl mehr. Ne? Das ist natürlich die Verzweiflung, die da aus mir spricht. Es ist eine Niete. Wir konnten weder die 10 noch die 40 noch die 49 hier aufrubbeln. Da müssen wir im Superrentier los. Auf jeden Fall was gewinnen. Die 5. Auflage. Das heißt, es wurden schon ein paar Renten vergeben. Hier geht es nämlich um 100.000 Kronen monatlich. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. 28, 30, 45, 11 und die 40. Das sind unsere Zahlen, die brauchen wir. Und haben hier die 35, die haben wir aber nicht, ne? 45 haben wir. 13, 1, 36. Und die 3. In der ersten Reihe waren wir jetzt nicht erfolgreich. Reihe Nummer 2. Beginnen wir mit der 50, legen die 9 nach. 47 haben wir aber auch nicht. 15 und 26. Nee, noch nichts. 22, 34 und das erste R. 33 und 2. Zwei Reihen haben wir noch. Noch genug Chancen dabei. 20. Nee, haben wir nicht. 30 haben wir. 24. Nein. 32. Nah dran alles. Das zweite R. Wenn wir jetzt noch ein R haben, Rubbelfreunde, dann tick ich aus. Das könnt ihr mir glauben. Hier die 21. Haben wir auch nicht. 38, 8, 37, letzte Chance, die 31. Die Rente ist uns vergönnt und ein anderer Gewinn, ein Sofortgewinn, leider auch, haben wir
Kein tschechisches Rubbelglück gerade. Vielleicht hat sich das Glück auch nur aufgespart für dieses große Los. Mega Rentier. Los. Hier können wir alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Im weitesten Sinne. 38. 37. 2. 48 und 17. Das sind unsere Glückszahlen. Die müssen wir jetzt hier freilegen, um glücklich zu sein. 12, 43, 13. Hat man die nicht? Nee. Ich rubbel hier nochmal akkurat sauber. Die 13 hat man jetzt hier nicht. 16 und die 8. In der ersten Reihe kein Glück gehabt bis jetzt. 23, 40, 6, 22, 27, negativ, 20, 32, 10, 19 und das erste R. 20, 32, ne. Auf die vorletzte Reihe, da bauen wir. Wir haben ein R gefunden. 47, 18, 35 und 38. 38 haben wir erwischt. 200 Kronen. Die Kosten des Loses wieder raus. Da kann man sich nicht beschweren, obwohl ich natürlich gehofft habe, dass wir ein bisschen ins Plus gehen. 11, 42, 21, 7 und zu guter Letzt 50. 200 Kronen bislang. Wir haben aber noch das Spiel 2. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, liebe Rubbelfreunde. Das steht ja außer Frage. Das funktioniert folgendermaßen. Wir brauchen hier dreimal das gleiche Symbol. Hier ein Fahrrad. Haben hier einen Sonnenschirm und einen Diamant. Und das wären 2000 Kronen nochmal gewesen. Hätte ich mich drüber gefreut, aber auch mit den 200 Kronen gebe ich mich vorerst zufrieden, liebe Rubbelfreunde. Damit legen wir jetzt den Gewinnerstapel an und jetzt schießen wir noch ordentlich Lose nach. Haben hier das kleine Los, klein aber fein. 5000 Kronen, 500 Kronen, 10.000, 1000, 500 nochmal und hier 300 Kronen. Okay, eine Niete, denn wir hatten dreimal den gleichen Betrag gebraucht. Hier kommen wir zum kleinsten Los, was ich gefunden habe. Das kostet weniger als 50 Cent. Da ist ein Schornsteinfeger drauf. Sieht soweit ganz cool aus. Und hier brauchen wir auch dreimal den gleichen Betrag, um diesen zu gewinnen. Oder dreimal das Smiley-Symbol, dann hätten wir 100.000 Kronen gewonnen. Das ist natürlich unglaublich viel, ausgehend davon, was das Los gekostet hat. Niete. Jetzt rubbeln wir das 5-mal Rubbellos auf. In den Niederlanden heißt 5-mal Cash. Das dürfte hier so ähnlich sein. Hier haben wir drei Glückszahlen. Das ist die 36, die 30 und die 18. Die suchen wir jetzt. 25, 12, 15, 25... 32. In der ersten Reihe kein Erfolg. 11, 31, 24, 40, 27. Hier haben wir die 14, 35, 19, 38 und 37 zu guter Letzt. Nein, damit können wir auch nichts anfangen. Drei legendäre Rubbellose haben wir jetzt noch. Zwei 100-Kronenlose und ein 50-Kronenlos. Wollen wir mit dem Super Cash mal weitermachen? Das ähnelt dem, welches wir davor gerubbelt haben, ein wenig. Deswegen machen wir damit weiter. Hier funktioniert es natürlich so wie fast jedes Los bis jetzt. Wir haben die Glückszahlen, das ist die 38, die 42, die 30, die 28. Und die müssen wir hier finden unter den Geldbündelsymbolen. 13, 3, 6, 9 und 11. Es waren ordentlich niedrige Zahlen. Leider haben wir so niedrige Zahlen bei unseren Gewinnzahlen gar nicht dabei.
31, 26, 34, 2 und 8. Nee. Das Dollarsymbol, Rubbelfreunde, bei dem Dollarsymbol, da läuft's richtig. Das heißt nämlich, wir gewinnen hier den doppelten Betrag, beziehungsweise haben den drunter stehenden Betrag umgehend gewonnen. 100 Kronen. Ja, sehr schön. 50 haben wir auch nicht. Legen wir noch was drauf. 47, 10, 16, 5 und 45. Wir haben auf jeden Fall einen Gewinn. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Nämlich mit dem Dollarsymbol 100 Kronen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich habe mir die Lose ja vorhin nochmal übersetzen lassen, ist es so, dass sich der Gewinn jetzt verdoppelt. Sprich, wir haben 200 Kronen damit gewonnen. Sollte das falsch sein, werde ich das jetzt hier nochmal einblenden. Hier steht jetzt auf jeden Fall der Betrag, den wir ganz verbindlich gewonnen haben mit dem Supercash los. Zwei sind's noch. Wir machen mit dem Rubbel los hier weiter. Für 50 Kronen von Tippsport. Rubbeln hier unsere Symbole auf. Ist das erste ein Igel? Ich glaube schon. Igel, Zebra und ein Häschen. Ein Fisch, Löwe, Elefant. Bis jetzt noch nichts. Schweinchen, Schwan und ein Schmetterling. Das war's schon, wir sind schon durch. Haben keines unserer Tiere erwischt. Nein, haben wir nicht. Das letzte Los ist dieses schöne Perlenlos. Auch ein ganz feines Los. Wieder mit Bonusspiel, was nicht zu vernachlässigen ist. Unsere Glückszahlen 35, 29, 11, 14 und 31. 37, 9, 40, 44, 22. Nichts erwischt. 19, 1, 38, 21, 17. 13, 46, 10, 28, 3. 5, 27, 43, haben wir nicht, ne? 6 haben wir auch nicht, 25, 29 hätten wir gehabt. Im ersten Spiel kein Erfolg gehabt, aber das Spiel Nummer 2 wartet natürlich noch auf uns. Wir brauchen das Muschelsymbol. Kriegen wir leider nicht. Muschelsymbol ist uns vergönnt. Ja, das war's jetzt auch schon. Das war's letztes Los, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier sind unsere Nieten. Das hier sind unsere Gewinne. Es ist ja fast magerer ausgefallen als Teil Nummer 1. Wir haben hier einmal 200 Kronen gewonnen und hier einmal 100/200 Kronen. Und das waren alles Nieten. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Da hoffe ich und drücke natürlich nochmal die Daumen wieder, dass es in Teil 3, beim abschließenden Teil, maßgeblich besser läuft. Rubbelfreunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hier ordentlich einen wegzurubbeln. Die schönen tschechischen Lose. Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ich bin dann raus. Macht's gut.